Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man beim Opel Corsa das Abblendlicht hier im Scheinwerfer ersetzen kann. Zuerst zeige ich euch einmal noch, welche Lampe ich meine. Es geht um diese Lampe hier. Das ist das Abblendlicht. Hier haben wir in dem Fall das Fernlicht. Und jetzt zeige ich euch das von innen. Falls ihr das Fernlicht tauschen wollt, es geht im Prinzip genau wie das Abblendlicht. Das würde sich hier hinter verbirgen. Und also hier ist das Fernlicht. Und hier in der Klappe verbirgt sich das Abblendlicht. Und da zeige ich euch jetzt, wie man es ausbaut. Ihr könnt schon sehen, es ist relativ eng hier. Auf der anderen Seite ist es nichts anderes. Auch hier ist es auch genauso eng für das Abblendlicht. Und hier wiederum das Fernlicht. Wollt ihr übrigens das Tagfahrlicht oder auch den Blinker ersetzen, dann wird es ein bisschen fummeliger. Dann müsst ihr hier dran gehen für das Tagfahrlicht und der Blinker, ja, der sitzt dann hier unten. Da kommt man relativ schwer dran. Jedenfalls müsste man dann sogar den Scheinwerfer etwas ausbauen. Der Blinker geht aber in der Regel sehr, sehr selten kaputt. Und wir beschränken uns jetzt hier, wie gesagt, auf unser Abblendlicht. Das haben wir jetzt hier. Und ich drehe jetzt einmal die Kappe schon raus gegen den Uhrzeigersinn und dann könnt ihr hier sehen, dass hoffentlich sehen, dass ein Stecker auf dem Abblendlicht drauf ist. Ich würde mal eine Taschenlampe holen und euch das einmal ausleuchten. So, und jetzt einmal mit Licht. Hier könnt ihr es sehen. Das ist der Stecker, von dem ich gesprochen habe und den müssen wir jetzt einmal abmachen. Ich hoffe, man kann das auch alles so sehen. Hier diesen kleinen Nippel müsst ihr jetzt einmal hochdrücken, dann sollte sich die Lampe schon einmal lösen. Ich mache das jetzt mal. Das ist natürlich jetzt kurz verdeckt. So, jetzt könnt ihr das sehen. Es hat sich schon gelöst durch dieses Drücken. Und jetzt ziehen wir einmal den Stecker mitsamt der Lampe auch raus. Ich bin ein bisschen fummelig, das zu füllen, mit Taschenlampe zu halten. Ist relativ eng hier. Und die Kamera ist auch noch im Weg. So, jetzt haben wir es einmal ausgebaut. Hier könnt ihr jetzt die Lampe mit Stecker sehen. Die Lampe ziehen wir jetzt einfach aus einer Steckfassung hier vom Stecker ab. Dazu einfach die Lampe hier anfassen. Achtet darauf, dass ihr natürlich nicht den Glassockel kaputt drückt und euch verletzt. Ihr solltet ohnehin den Glassockel nicht anfassen. Bei der neuen Lampe jedenfalls auch auf jeden Fall nicht, weil es Fettflecken gibt. Und ja, dann wäre das Leuchtbild nachher nicht so schön, wäre stark beeinträchtigt. Jetzt ziehen wir einmal etwas kräftiger hier an unserer Lampe. Dann sollte sie auch gleich draußen sein. So ist es. Hier könnt ihr nochmal den Stecker sehen, die beiden Kabelschuhe, wo hier die Lampe reingesteckt ist. So, die Lampe ist ja kaputt. Das heißt, wir benötigen jetzt eine neue. Und hier ist einmal die neue Lampe. Und die bauen wir jetzt wieder ein. Ich hoffe, ihr habt darauf geachtet, wie rum sie soll. Ganz einfaches Spiel. Und zwar habt ihr hier diesen Stecker gehabt, den man bewegen kann. Und dem gegenüber steht dieser Penüppel. So rum kommt also die Lampe drauf. Dann passt das auch nachher mit dem Einbau wieder. Einfach draufstecken. Guckt einmal, ob alles richtig sitzt. Und jetzt werden wir hier die Lampe wieder unten reinstecken. Und wichtig ist auch, dass ihr das Kabel richtig reinführt. Das sollte nachher nicht irgendwo dazwischen gucken, weil wenn ihr nachher nämlich die Klappe drauf macht, passt das nicht. Oder es ist nachher undicht und das sollte auch nicht sein, da sonst nachher Feuchtigkeit in den Scheinwerfer eindringen kann. Wir stecken jetzt hier die Lampe wieder hier in die Fassung rein. Den Stecker habe ich jetzt hier schon reingeführt, so dass der auch dann, oder den Stecker bzw. das Kabel, so dass der dann auch ja, mit hier im Scheinwerfer verbaut ist, so dass ich am Ende auch den Deckel drauf kriege. So, jetzt könnt ihr das sehen. Leider wird viel über meine Hand verdeckt, das lässt sich aber nicht anders füllen. So, jetzt ist er drin und jetzt werden wir das Ganze einmal andrücken. Ihr könnt von außen auch noch mal den Sitz der Lampe überprüfen. Dann drücken wir das jetzt einmal richtig an. So, ihr habt es gehört, das ist eingerastet. So sieht es aus. Und jetzt kommt natürlich auch hier wieder unser Deckel drauf. Passt nur in einer Position und jetzt mit dem Uhrzeigersinn einmal festdrehen. Überprüft den Sitz nochmal, guckt, dass auch wirklich hier überall alles dicht ist, nicht dass Feuchtigkeit eindringen kann. Und dann haben wir das Abblendlicht in dem Fall hier getauscht. So, und jetzt folgt noch der Funktionscheck. Wir schalten die Lampe einmal ein.
Und jetzt sollte sie leuchten. Ja, siehe da, das sieht ganz gut aus. So einfach lässt sich das Abblendlicht hier beim Opel Corsa ersetzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!